Wohin geht die Reise, die meine Kandidaten heute im Bibelquiz gewinnen wollen? A. Indien, B. Irland oder C. Israel? Sie wissen es, ich weiß es und meine Kandidaten wissen es auch. Deshalb sind sie da. Willkommen zum Finale der ersten Staffel unseres Bibelquiz. Heute ist es soweit. 12 Kandidaten haben sich in den ersten 6 Sendungen quer durch die gesamte Bibel gequizt. Dazu gehört nicht nur Wissen, sondern auch Mut und Entschlossenheit. Klar, manchmal wurde auch geraten und so manche Spielrunden waren mit großer Aufregung und Spannung verbunden. Doch für Sie beide hat es sich gelohnt. Mit Ihrem Bibelwissen haben Sie die meisten Punkte gesammelt und sind heute im Finale. Für Sie geht es heute endlich um die Reise nach Jerusalem, nach Israel, ins Land der Bibel. Eine oder einer meiner Finalisten wird heute mit der Reise nach Hause gehen. Ich wünsche Ihnen zu Hause viel Freude beim Mitquissen und Mitfiebern. Und hier sind meine Finalisten. Ich begrüße ganz herzlich heute ausnahmsweise mal den Gentleman zuerst, Bernd Linke aus Bremen. Herzlich willkommen zurück. Dankeschön. Und Alice Gassler aus Österreich, aus Galizien in Kärnten. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Hallo. Schön, euch wieder zu sehen. Heute geht's ans Eingemachte. Und jetzt meine erste Frage an euch beide. Wie habt ihr euch aufs Finale vorbereitet, Alice? Ja, also ich habe ja nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen. Und ich habe weiter noch einmal gelesen in ein paar Büchern, wo ich mich noch nicht so auskenne. Ich habe aber nicht alles geschafft, weil ich habe gemerkt, bei der 9-stündigen Zugfahrt habe ich gedacht, da wäre jetzt noch viel lesen, aber der Kopf war schon so voll, dass nichts mehr Neues reingepasst hat. Was waren so Bücher, wo du dich noch mal schlau gemacht hast? Ja, ich wollte eigentlich noch Jesaja, Jeremia, Esra, Nehemia, Apostelgeschichte, da wollte ich noch einmal im Schnelldurchlauf durchgucken. Ja. Und bei dir so, hast du die Könige und Chroniker verglichen und geschaut, wo ist die Geschichte leicht anders oder ähnlich? Nein, das nicht. Was hast du gemacht? Nichts. Das Tagesgeschäft ist so voll da. Okay, verstehe. Leider nichts mehr übrig seit dem letzten Mal. Okay, verstehe. Naja, dann bin ich ja gespannt, wie es euch ergehen wird. Wie sieht's aus mit der Vorfreude auf Israel? Die ist da, ne? Du hast gesagt, letzte Woche noch Jerusalem. Ganz oben, oben auf der Liste. Die Vorfreude auf Israel ist sehr groß. Meine Frau war noch nie in Israel. Ja. Und bei mir ist es 50 Jahre her. Also insofern wäre schon ein Anlass. Das wäre super, da nochmal hin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und worauf freust du dich? Ja, also ich würde mich sehr freuen, aber ich traue mich noch nicht zu freuen. mein Mann wird auch das erste Mal fliegen überhaupt. Oh, okay. Und ich freue mich einfach dort zu sein, wo Jesus war. Einfach die ganzen Orte zu sehen, wo er gewesen ist. Dann wünsche ich euch jetzt gutes Gelingen. Es geht los, das Finale der ersten Staffel beginnt. Los geht's mit der ersten Einstiegsrunde. Wie gewohnt haben wir auch heute im Finale zunächst 5 Fragen, die ich euch abwechselnd stelle. Das gibt meist einen Punktepuffer für die weiteren Runden. Los geht's. Jede Frage hat 3 Antwortmöglichkeiten. Pro richtige Antwort gibt's 10 Punkte. Alice, wir beginnen mit dir. Wo ließ König Jerobeam 2 goldene Kälber aufstellen? A. In Bethel und Dan, B. in Hebron und Samaria oder C. in Sidon und Tyrus? Ja, das weiß ich, weil ich es gerade kürzlich extra fürs Bibelquiz gelernt habe. Vorher habe ich es nicht gewusst. Okay. Und zwar ist es in Bethel und Dan, Antwort A. Sagst in Bethel und Dan. Hast du noch irgendwie noch was in Erinnerung von der Geschichte, die dahinter steckt? Ja, der Jerobeam, der hat, also, Jerobeam. Der König Rehabeam war vom Salomo, glaube ich, der Sohn. Und der hätte dann der Nachfolger werden sollen. Und der Jerobeam hat aber einen Aufstand, glaube ich, gemacht. Und hat dann ganz Israel bis auf Juda auf seine Seite gezogen, war dann der König von Israel und Rehabeam der König von Juda. Und da hat vorher sogar ein Prophet hat ihm gesagt, dass er eben da der König wird, glaube ich. Oder? Ja, stimmt, oder? Ja.
stimmt. Und ja, genau, der Rehabeam hat, glaube ich, den Fehler gemacht gehabt, dass er nicht auf die ältesten Ratgeber gehört hat, sondern auf die jüngeren und hat gesagt, ja, er wird das Joch vom Volk stärker machen, also das Volk mehr, noch mehr fordern vom Volk. Und die ganze Geschichte kann man sich dann auf jeden Fall noch weiter nachlesen. 1. Könige 12. Wir lösen auf. Es ist richtig. Als Jerobeam König über 10 von 12 Stämmen Israels wurde, machte er sich Sorgen, dass die gemeinsame Anbetung Jahwes in Jerusalem dazu führen könnte, dass seine Bürger sich wieder dem Südreich Juda anschließen. Um das zu vermeiden, baute er eine alternative Anbetungsstätte und das ausgerechnet mit 2 goldenen Kälbern. Mhm. Ja, das ist die Geschichte. Gut, dann machen wir weiter mit der 2. Frage. Wie viele Tore hat das neue Jerusalem? A4, B7 oder C12? Das ist C. Das neue Jerusalem hat 12 Tore, die den Namen der 12 Stämme Israels tragen. Nochmal einloggen? Also eingeloggt ist, zum Auflösen? Ja. Ja, wir lösen auf. Ja, es sind 12 Tore und die Namen der 12 Stämme Israels stehen drauf. Offenbarung, Kapitel? 21. Ja, richtig. Gut, dann deine 2. Frage. Welchem seiner Jünger gab Jesus den Beinamen Fels? A. Jakobus, B. Johannes oder C. Petrus? Das ist eine leichte Frage. Und zwar war das der Petrus. Der hat ja vorher Simon geheißen. Und also ich drücke einmal, bevor es nachher zu spät ist. So, der hat vorher Simon geheißen und Petrus heißt er, glaube ich, übersetzt sogar Fels. Auf dir will ich meine Gemeinde bauen, hat er gesagt. Also ist so der Fels deswegen. Wir lösen es mal auf. Petrus steht hier, als Jesus einen Kreis von Jüngern um sich beruft, gehört auch Simon Petrus dazu. Jesus gibt ihm von Anfang an den Beinamen Kephas, das heißt also Fels. Steht in Johannes Kapitel 1. Nächste Frage für dich, Bernd. Wer warnte Pilatus davor, Jesus zu verurteilen? A. König Herodes, B. seine Frau, C. der Ratsherr Josef von Arimathea. Das ist B. seine Frau. Von Pilatus? Von Pilatus, ja. Okay. Sie lässt einen Boten zu Pilatus schicken und sagt, dass er mit Jesus nichts verurteilen sollte, denn sie hätte in einem Traum sehr viel mit ihm zu schaffen gehabt. Okay. Dann lösen wir das mal auf. Ist richtig. Ja, die Frau von Pilatus hatte einen Traum und warnte daraufhin ihren Mann. Können wir nachlesen in Matthäus Kapitel 27. Nächste Frage für dich, Alice. Wer war die Urgroßmutter von David? A. Basemat, B. Ruth, C. Rahab. Die Urgroßmutter von David. Das war die Ruth. Die Rahab war nämlich noch vorher, glaube ich. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, aber ich weiß, die Ruth. Ich glaube. Nicht, dass ich jetzt einen Denkfehler habe, aber die Ruth hat ja mit dem Boas geheiratet und hat dann einen Sohn bekommen, dessen Namen ich vergessen habe. Und ich glaube, das war dann der Opa vom Isai, dem Vater von David, glaube ich. Ja. Sollen wir mal nachschauen? Ja. Ja, wir schauen nach, ob es richtig ist. Ja, korrekt. Ruth. Ja, das war richtig. Der Vater von David war Isai. Ja. Der Vater von Isai war Obed. Und Obed war der Sohn von Ruth. Nachzulesen in Ruth Kapitel 4. Basemat, weißt du zufällig, wer Basemat war? Na, eben nicht mehr. Das ist die Frau von Esau, beziehungsweise die Tochter Ismaels. 1. Mose 36 haben wir die Info. Okay. Und Rahab ist die Frau, die die israelitischen Kundschafter in Jericho versteckt, in Josua Kapitel 2. Dann kommen wir zu deiner nächsten Frage, Bernd. Jesus sagte zu Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Welcher Evangelist schreibt, ehe der Hahn zweimal kräht? A. Markus, B. Lukas, C. Johannes. Ich weiß es nicht, ich muss raten. Okay. Ich rate mal Markus. Du ratest Markus. Warum ratest du Markus?
weil Markus sein Evangelium nach den Begebenheiten, den Erzählungen von Petrus geschrieben hat. Okay, und das hilft dir jetzt? Ach so. Und du denkst, es könnte ein Detail, sein, Petrus hat das Detail vielleicht dem Markus erzählt und dann hat das reingeschrieben. Können wir auflösen? Wir lösen auf. Ja, ist richtig, in der Tat. Und das, diese Herleitung finde ich echt spannend. Ja, Markus 14, da steht das. Die anderen erwähnen nämlich nur das Hahnenkrähen an sich. Und Petrus verleugnete Jesus dreimal, als der Hahn das zweite Mal, so Markus, krähte, dachte Petrus an sein großmäuliges Versprechen, das er nicht gehalten hatte. Und er weinte bitterlich. Nächste Frage an dich, Annelies. Was passierte mit Johannes dem Täufer nach seiner Enthauptung? A. Sein Leichnam wurde von seinen Jüngern begraben. B. Sein Leichnam wurde verbrannt. C. Über seinen Leichnam wird nichts berichtet. Also ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Deswegen, ich würde jetzt einfach C tippen, über den Leichnam wird nichts berichtet, weil ich mich an nichts erinnern kann. Aber es könnte auch A sein. Aber ich nehme jetzt einfach mal C auf gut Glück. 9 Sekunden noch. Du loggst C ein. Über seinen Leichnam wird nichts berichtet. Wir lösen auf. Falsch, okay. Wahrscheinlich A, also, gell? A wäre richtig gewesen. Sein Leichnam wurde von seinen Jüngern begraben. Bitte? Okay. Ja? Seine Jünger kamen und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn. Ja, so steht es in Matthäus Kapitel 14. Ja, okay. Genau so. So, dann nächste Frage für dich, Bernd. Welche galiläischen Städte verglich Jesus in einem Weheruf? A. Nazareth mit Tyrus, B. Magdala mit Sidon oder C. Kapernaum mit Sodom? Welche galiläische... Verglich Jesus in seinem Weheruf? Nazareth mit Tyrus, Magdala mit Sidon oder Kapernaum mit Sodom? Was denkst du? A. Du denkst A, Nazareth mit Tyrus? Ja. Was ist da der Hintergrund? Ich meine, dass Jesus sagte, Tyrus würde es am Tag des Gerichtes besser ergehen als Nazareth. Aha. Okay. Schauen, ob das so stimmt oder ob das die Antwort auf die Frage ist. Wir lösen auf. Hey, ist leider falsch. Wäre C gewesen? Ja. Es wäre C gewesen, Kapernaum mit Sodom. Kapernaum wird mit Sodom verglichen in Matthäus Kapitel 11. Chorazin und Bethsaida werden mit Tyrus und Sidon verglichen. Ah, okay. Sodom und Gomorra bzw. Tyrus und Sidon galten als beispielhaft böse. Jesus behauptet, dass Kapernaum, Chorazin und Bethsaida ihnen darin in nichts nachstehen würden. Dann letzte Frage in dieser Runde. Alice. Welche drei Frauen schauten bei der Kreuzigung Jesu aus der Ferne zu? A. Maria, Maria Magdalena, Salome. B. Maria Magdalena, Martha, Johanna. C. Maria Magdalena und noch zwei andere Marias. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Die Evangelien hätte ich noch mal lesen müssen. Ich glaube C. Ich glaube, dass da irgendwo eine Rede von einer anderen Maria war, aber es ist... sehr unsicher. Mhm. Du loggst dennoch C ein, ja, sagst Maria Magdalena und noch zwei andere Marias. Dann lösen wir mal auf. Leider falsch. Wahrscheinlich A. Es wäre A gewesen. Ja, es wäre A gewesen. Korrekt. In Markus Kapitel 15 lesen wir, es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome. Wer war die Salome? Johanna war die Frau eines Verwalters von Herodes Antipas. Ja, und tatsächlich fällt aber auf, dass damals sehr viele Frauen Maria hießen. Ja. Ja, das ist irgendwie, aber auch heute immer noch einigermaßen beliebt. 4 Marien in den Evangelien. Ja, ja, viele Marien. Deswegen habe ich gedacht. Ja. Salome kann ich jetzt leider nicht sagen. Salomo wird, glaube ich, nur da erwähnt. Ja. Okay. Gibt es gar keinen Hintergrund, ne? Geschichte oder so. Ne? Gut, Bernd, deine letzte Frage in der ersten Runde. Ganz schön schwierig diesmal. Ja. Am Auferstehungsmorgen veranstalteten Petrus und der andere Jünger einen Wettlauf zum Grab Jesu. Wer war schneller? A. Petrus, B. der andere Jünger, C. beide waren gleich schnell.
Du holst aus zum Einloggen und hast es schon getan. Du sagst der andere Jünger. Das war Johannes, der sich selber im Evangelium als der andere Jünger oder den Jünger, den Jesus lieb hatte, bezeichnet. Und der ist schneller gewesen, aber Petrus ist dann als erster hineingegangen. So ist es, richtig, korrekt. Es war der andere Jünger. Offensichtlich spricht Johannes hier wirklich von sich selbst. Ja. Und hat sich da so ein bisschen versteckt hinter diesen Bezeichnungen. Ja, das war die erste Runde in diesem Staffelfinale. Wir schauen kurz auf die Punkte. Alice hat 30 Punkte erreicht, super. Und Bernd hat 40 Punkte erreicht, klasse. Und wir machen gleich nahtlos weiter und kommen jetzt zur Buzzer-Runde. Jetzt wird gebuzzert, das finale Buzzern sozusagen. Wissen ist gut, schnelle Reaktion noch besser. Ihr kennt den Drill, ich stelle euch jetzt 10 Fragen. Wenn ihr es wisst oder denkt, ihr wisst, haut sie auf den Buzzer, antwortet. Sollte die Antwort falsch sein, kann der andere noch antworten, kriegt auch noch Punkte dafür. Los geht's. Wo begegnete Paulus Stoikern und Epikureern? In Athen. Richtig. Wer sagte sinngemäß diesen Satz? Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Israel, Jakob. Richtig. Hatte ich nicht erst gemacht? Aus welchem Stamm Israels stammte Mose? Aus dem Stamm Levi. Richtig. Welcher Evangelist berichtet von den Weisen aus dem Morgenland, die das Jesuskind beschenken? Matthäus. Richtig. Wie viele Körbe an Resten wurde nach der Speisung der 4000 aufgesammelt? 12. Falsch. 7. Richtig. Wie viele biblische Bücher werden dem Arzt Lukas zugeschrieben? 2. Richtig. Wer wollte unerkannt bleiben und verriet sich durch seine Sprache? Petrus. Richtig. Wen bevollmächtigte König Artaxerxes von Persien, den Tempel in Jerusalem noch besser auszustatten? Den Tempel war Esra, glaube ich. Richtig. Ja. Wessen Stab wurde in der Stiftshütte blühend und Mandeln tragend vorgefunden? Aaron. Ja, richtig. Wie hieß der Mann, der Jesu Kreuz trug? Simon von Kyrene. So ist es. Das war's auch schon wieder von der Buzzer-Runde. Wir schauen auf den Punktestand. Alice hat 70 Punkte und Bernd hat 190 Punkte. Boah. Super gemacht, okay. Gut gebuzzert, schöne Geschichte. So, Sie wissen, was jetzt normalerweise kommt. Jetzt unterhalte ich mich noch mal ein bisschen mit meinen Kandidaten. Aber heute ist das anders, denn wir spielen ja auch ein Finale. Da haben wir uns was Besonderes einfallen lassen, nämlich ein weiteres Spiel. Jetzt können meine Kandidaten noch mal so richtig zeigen, wie gut sie sich in der Bibel auskennen. Wir spielen Wo steht's geschrieben? Eine exklusive Zusatzrunde nur hier im Finale. In Wo steht's geschrieben lese ich irgendwo aus der Bibel vor. Das mache ich 45 Sekunden lang. Und die Aufgabe meiner Kandidaten ist zu erraten, wo das steht. Genauer gesagt soll das Buch, das Kapitel und eines der Verse aus dem vorgelesenen Abschnitt erraten werden. Für jeden richtigen Tipp gibt es 10 Punkte. Am Ende der Vorlesezeit gebe ich euch dann noch 15 Sekunden Zeit zum Fertignotieren. Das war's soweit. Ihr habt's verstanden. Jawohl. Wir machen das erste Spiel. So werdet ihr, wenn er erscheinen wird, der Erzhirte die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Was? Fertig notieren, 15 Sekunden. Ich habe keinste Ahnung. Ich habe jetzt den Vers. Wir schauen mal, was ihr aufgeschrieben habt. Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier Hebräer, Kapitel 13, Vers 5, sagst du? Ja. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es 12 oder 13 ist, aber 12 ist die große Wolke der Zeugen, die wir um uns haben. Und ich meine, dieser Abschnitt kommt dann in Kapitel 13. Ich weiß gar nichts. Ich liest, hast du was gemacht? Römer, Kapitel 8. Keine Ahnung. Und den Vers hast du offen lassen. Fragezeichen. Okay. Römer 8 ist ja, ich merke mir die Verse nicht. Ich weiß nie, wo die stehen. Ja. Ich kann Bibelverse vielleicht so sagen, aber nicht, wo sie stehen. Das war mir nie wichtig. Okay. Römer 8 ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Okay. Okay. Und wenn Gott für uns ist, sowas, wird wieder uns sein. Sowas käme da in Kapitel, Kapitel 8. Okay. Dann schauen wir, ob es was richtig wäre. Richtig ist 1. Petrus Kapitel 5, 4 bis 9. Aus diesem Abschnitt habe ich vorgelesen. Okay. 1. Petrus Kapitel 5, 4 bis 9. Genau, der Hebräer gewesen. Ist nicht der Erzhirte. Das stimmt. Das ist der große Hirte in Hebräer. Hat sich was auf die falsche Fährte gebracht? Ja, ja, weil es gibt drei Stellen über, es gibt den guten Hirten in Johannes, es gibt den großen Hirten in Hebräer und es gibt den Erzhirten bei Petrus. Ach ja. Und das habe ich jetzt gerade eben dann in falsche Reihenfolge gebracht. Okay, gut. Wir haben ja noch eine Runde. Wir machen die zweite Runde. Und es geht gleich weiter. Höchste Konzentration. Los geht's. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass... 15 Sekunden Zeit, um zu landen. Wartet noch mit dem Hinstellen. Keine Peilung. Keine Ahnung. Dann bin ich gespannt auf eure Tipps. Es ist irgendein Paulus. Du sagst irgendein Paulus und hast dich für Galater Kapitel 4 entschieden. Ich weiß nicht einmal, wie viel Kapitel er hat. Aber keine Ahnung. Galater, aber hast mal so ein Blind Guess mal einfach geraten. Okay. Keine Ahnung. Gut, du sagst Philippa Kapitel 1, Vers 10. Das kann schon sein. Warum Philippa? Also Philippa ist ja der Brief der Freude, wo Paulus sehr, sehr viel zu loben hat. Das war für mich, wäre eine Möglichkeit, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Okay, er lobt, dann hast du gedacht, na, wie hat er viel gelobt, könnte also vielleicht klappen. Und du sagst Kapitel 1 und dort Vers 10. Ja, also 10 könnte dabei gewesen sein. So ungefähr, so ungefähr. Wir lösen auf. Philippa Kapitel 1, Verse 3 bis 8. Bis dahin bin ich gekommen. Gerade so in den 45 Sekunden. Ja, also 10 war leider nicht mehr dabei, aber immerhin Buch und Kapitel erwischt. Super. Super, ja. Dann dritte Runde. Noch einen Versuch gibt's für euch beide. Dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich schwöre und will's halten, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. Ich bin sehr gedemütigt. Herr, erquicke mich nach deinem Wort. Lass dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes und lehre mich deine Ordnungen.
Mein Leben ist immer in Gefahr, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Frevler legen mir Schlingen, ich aber irre nicht ab von deinen Befehlen. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. Ich neige mein Herz zu tun deine Gebote immer und ewiglich. 15 Sekunden noch, um nochmal nachzudenken. Aber wenn ihr euch sicher seid, könnt ihr auch schon entspannen. Und mit dem Summerton ist das Spiel vorbei. Ich vermute irgendein Psalm. Und ihr vermutet einen Psalm, Psalm 119, sagst du? Ich weiß nicht, es gibt so viele Psalme, aber ja. Ich habe keine Ahnung, in welchem. Warum ausgerechnet 119? Weil da auch das Gesetz gelobt wird. Da ist auch irgendwas, das Gesetz ist meine Freude, so irgendwo kommt da drin vor. Okay, Psalm 119. Vers 23. Und der ist der längste, du hast auch Psalm 119? Ja, ist auch richtig. Ist auch richtig, sagst du? Ja. Bist du jetzt schon sicher? Ja. Ich weiß nur nicht den Vers. okay. Vers 8, sagst ja, du? Ich du sagst mal. Vers 23. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Psalm 119. Ja. Vers 103 bis 112. Also ein bisschen weiter hinten. Ja. Org. Also. Ja. Aber super. Das ist ja das Spannende. Gut geraten. An Psalm 119, dass der aus 22 mal 8 Versen besteht, wobei jeder Anfang einer dieser 8 Verse mit dem hebräischen Alphabet beginnt. So, da geht es dann durch die 22 Buchstaben des Alphabets durch. Ja, genau. Ja, spannend. Ja, das war's von unserer neuen Spielrunde hier im Finale. Und wir gucken eine Runde auf die Punkte. Alice, du stehst bei 90 Punkten. Super. Und Bernd bei 230 Punkten. Klasse. Unsere Kandidaten sind richtige Bibelkenner. Mal sehen, wie gut sie im freien Assoziieren sind. Wir spielen das berühmte und manchmal auch ein bisschen gefürchtete Assoziationsspiel. Bernd und Alice decken darin abwechselnd Hinweise auf und erraten thematisch dazu passende verdeckte Begriffe. Die Felder A bis E sollen erraten werden. Das Feld E in der Mitte ist das gesuchte Lösungswort mit den meisten Punkten. Wir machen 2 Durchgänge. Pro Durchgang gibt es 2,5 Minuten Zeit. Alice, du beginnst die erste Runde. Gesucht ist ja ein Ereignis. A1. Jetzt geht's los. A1. Stall. Weiter. B3. B3. Tempel. Weiter. B2. B2. Stadt. Weiter. B. Jerusalem. Ah, du bist. B. Du bist sagen B. Jerusalem. Richtig. Okay. Weiter. Ja. D2. D2. Würfeln unterm Kreuz. Weiter. Weiter. D3. D3. Zerreißen. D-Kleider. D-Kleider. Ist richtig. Weiter. A3. A3. Spricht. Weiter. Weiter. Öffnen. Jetzt muss erst was öffnen. Ja, C2 muss ich. C2. Heiland. Weiter. Weiter oder lösen? Weiter. Aachen sein Esel. Esel ist richtig. Ja, weiter. C4. C4. Von Nazareth. Weiter oder lösen? Nee, lösen. Was möchtest du lösen? Jesus. C, Jesus ist richtig. Und E, lösen. Kreuzigung. Ist falsch. Darf ich E, Einzug? Einzug ist richtig. Ja, genau. Sehr gut. Das war das erste Assoziationsspiel. Jesus zieht in Jerusalem ein auf einer Eselin. Und es werden auch Kleider vor ihnen so ausgelegt. Und sie rufen Hosianna. Und kurze Zeit später kippt das Hosianna aber auch leider in ein Kreuzigt ihn. Genau.
Das war das erste Assoziationsspiel. Wir kommen gleich zur zweiten Runde und beginnen mit dir, Bernd. Gesucht ist ein Zeitraum. A4. A4. Zerstörung. A-lösen. Du willst gleich A-lösen, okay? Jerusalem. Falsch. Weiter. A2. A2. Noah. A-Flut. A-Flut, richtig. Noch gleich lösen oder weiter? Weiter. B3. B3. Kanaan. Weiter oder lösen? Weiter. Mhm. D1. Dora 1. 10 Gebote. Weiter oder lösen? Sinai vielleicht? Was D-Sinai. D-Sinai, ist richtig. Willst du noch lösen oder weiter? Weiter. C3. C3. Rot. Lösen. Du willst lösen. Wüstenreise. Du sagst, Wüstenreise ist falsch. Dann C2. C2. Teufel. C-Wüste. Ist falsch. Ja. Lösen. Möchtest du lösen? Erst öffnen. Ach, erst öffnen. Ja. C1. C1. Jesus. Lösen. Ja. Versuchung. Falsch. B2. B2. Kaleb. Ach. Josua. Na. Falsch. Weiter. Ja. B1. B1. Josua. Willst du was? Okay. Willst du was lösen oder weiter? B lösen. Die Spione. Ist falsch. Darf ich jetzt noch nicht weitermachen? C4. Bitte? C4, ja. Weltreiche. C-Anbetung. Ist falsch. Und jetzt ganz schnell. B4. B4. Spione. C-Lösen. Die Zeit ist um. Ja, leider. Oh, jetzt schau mal, was es gewesen wäre. 40 Tage, ein Zeitraum war gesucht, 40 Tage. Und zwar die Sintflut, wo es 40 Tage Regen gab. Ja. In 1. Mose Kapitel 7 haben wir das, die Versuchung. Jesus fastet 40 Tage. Dann gibt es Sinai, da ist Mose 40 Tage auf dem Berg. Mhm. Und die Kundschafter haben 40 Tage lang das Land Kanaan ausgekundschaftet. Ja, schwierig, ja. Ganz schön schwierig, ne? Das fährt ganz schön rein. Wir schauen, was das jetzt für unseren Zwischenstand bedeutet. Alice, du stehst bei 270 Punkten. Super. Und Bernd, du stehst bei 260 Punkten. Jetzt wird es endlich wieder spannend. Jetzt wird es endlich spannend. Da bin ich gespannt auf die nächste vierte Runde. Das Finale vor dem Finale sozusagen. In unserem letzten Spiel kann man Punkte gewinnen und auch verlieren. Los geht's. Ich stelle meinen Kandidaten 12 Fragen. Für richtige Antworten gibt's 30 Punkte, für falsche 10 Punkte Abzug. Während dem Antworten sehen die beiden nicht, welche Antwort der oder die andere auswählt. Außerdem haben die beiden auch heute im Finale wieder 2 Joker zur Verfügung, den barmherzigen Samariter und den kleinen Propheten. Ihr kennt die beiden ja schon. Dann wünsche ich euch jetzt gute Konzentration. Alles Gute fürs letzte Spiel. Es geht los. Wer war Achsa? A. Kenas Tochter, B. Kalebs Tochter, C. Otniels Tochter oder D. Jephunnes Tochter? 30 Sekunden Zeit. Achsa. Das ist auf jeden Fall meine Tochter. Wessen Tochter ist es? Kenas, Kalebs, Otniels oder Jephunnes? Noch 12 Sekunden Zeit zu entscheiden. Und die Entscheidungen sind gefallen. Bernd, du hast sehr schnell reagiert. Du hast gesagt B, Kalebs Tochter.
Ist das etwas, was du weißt einfach? Oder hat es so geklungen im Ohr? Bin mir ziemlich sicher, ja. Das ist ziemlich sicher. Das war die Geschichte, wo sie ihren Vater bittet, ihr die oberen und die unteren Quellen zu geben. Mhm. Die oberen und die unteren Quellen? Ja. Okay. Spannende Geschichte, die du da auspackst. Und du sagst C, Othniels Tochter? Ich habe jetzt einfach geraten, weil ich wollte nicht gleich den Joker ausspielen, denn weil sie ja noch oft war. Mhm. Ich weiß nicht. Dann schauen wir mal, was stimmt, ob die Quellen stimmen. Ja, ist richtig. B, Kalebs Tochter, stimmt. Er hat demjenigen, der die Stadt Kirjat Sefer schlägt, versprochen, dass er seine Tochter Achsa heiraten dürfte. Ja. Othniel gelang der Sieg und er durfte sie heiraten. Also er war dann der Mann. Josua, Kapitel 15, haben wir die Story. Und das mit den Quellen, wo steht das? Das steht kurz danach. Kurz danach? Weil sie dann sagt, wo es um ein Stück Land geht. Und dann sagt sie, sie möchte nicht nur die unteren Quellen haben, wo das Vieh geweidet wird, sondern auch die oberen Quellen, die etwas höher gelegen sind. Und das wird dann gerne das natürlich... Wasserfrischer oder ja, und das wird dann gerne typologisch angewendet, die Quellen, das Wort Gottes. Und, okay, okay. Das lesen wir auch nochmal nach. Das ist eine spannende Geschichte. Super. Okay, zweite Frage für euch. Welches Dorf war etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt? A. Galiläa, B. Emmaus, C. Bethanien oder D. Kana? 30 Sekunden Zeit. Welches Dorf war etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt? Galiläa, Emmaus, Bethanien oder Kana? 60 Stadien. Ihr habt beide etwas entschieden. Und zwar sagt ihr beide B, Emmaus. Alice, warum? Ich glaube, dass die dann die Jünger nach dem Tod Jesu da hingegangen sind. Und Jesus ist ihnen dann begegnet auf dem Weg von Emmaus. Also nach Emmaus. Und die 60 Stadien, das sollte das stimmen, oder wie? Mit ja. Das ist die Entfernung wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, ich sag nur, ich rate die ganze Zeit. Du ratest weißt du? Das? Mit dem besonderen Hinweis, dass es ein Sabbatweg war. Ein Sabbatweg? Das heißt also, die Juden durften am Sabbat bestimmte Wege, nicht längere Wege gehen. Und deswegen wird das da erwähnt, ungefähr 60 Stadien weit. Ach, Lukas, wir lösen das mal auf. 24, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist richtig, ja. Genau, Lukas, 24 hast du schon gesagt. Und weißt du, was 60 Stadien sind in Kilometern? Ein Stadion waren 198 Meter, müsste ich jetzt rechnen. Brauchst du nicht, 11 Kilometer sind es circa. Genau, Bethanien war nur etwas unter 3 Kilometer entfernt. Galiläa war kein Dorf, sondern eine Region. Und Kana liegt in Galiläa. Das ist viel weiter weg. Gut, nächste Frage für euch. Wo fand Konstantin von Tischendorf den Codex Sinaiticus? Im Katharinenkloster, im Marienkloster, im Eliaskloster, im Jakobskloster? 30 Sekunden Zeit. Wo fand Konstantin von Tischendorf den Codex Sinaiticus? Und da hat Bernd was eingeloggt und Alice bittet um Mithilfe. Sie bräuchte eine barmherzige Geste deinerseits. Ja. Sie bräuchte mal den barmherzigen Samariter in dir. Öffne den barmherzigen Samariter in dir und sag ihr doch, was du gewählt hast und warum. Ich habe A genommen. Er hat A genommen. A genommen. Warum? Weil ich, soweit wie ich mich erinnere, er unterwegs war und dann auf dem Sinai in einem Katharinenkloster. Die Leute wussten gar nicht, dass sie diesen Schatz haben. Und dann hat er das da gefunden und hat auf einmal festgestellt, dass das der Codex, der hieß dann hinterher Codex Sinaiticus, weil er ihn eben auf dem Sinai gefunden hat. Und das waren sehr alte Abschriften, keine Originaltexte, aber sehr alte Abschriften aus dem Alten Testament, wenn ich mich richtig erinnere. Log mal ein, was du glaubst. Ja, wenn du ihm den glaubst. Ich glaube dir. Klang das irgendwie für dich ein Ja, Leuchten? Es hört sich anders, aber wisst du, wovon er spricht? Ja, auf jeden Fall überzeugend hat er es gebracht. Wir schauen mal, ob es stimmt. Ist richtig. Im Katharinenkloster, War nicht nur überzeugend, war auch richtig. 1844 wurde der Codex von Konstantin von Tischendorf im Katharinenkloster am Berg Sinai, Ägypten, entdeckt. Der Codex Sinaiticus ist ein Bibelmanuskript aus dem 4. Jahrhundert. Vierte Frage für euch.
Mit wem beschließt Lukas den Stammbaum von Jesus? A. Adam, B. Josef, C. David, D. Gott. Mit wem beschließt Lukas den Stammbaum von Jesus? Habt ihr euch beide bereits entschieden? Bernd, du hast D gewählt, Alice hat D gewählt. Wie gesagt, beide Gott? Ja, das habe ich kürzlich gelesen gerade. Ja. Da haben wir verglichen von Matthäus, da ist ja auch Stammbaum, glaube ich, im Matthäus-Evangelium. Und da haben wir verglichen und da, das hat mich beeindruckt, dass da Gott steht. Mhm. Genau. Das wusstest du auch? Ja. Wir lösen es auf. Gold richtig, korrekt. Antwort D. Der letzte Satz lautet folgendermaßen. Der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Mhm. So klingt das in Lukas Kapitel 3, Matthäus Vers 28. Matthäus beginnt mit Adam. Bitte? Matthäus beginnt mit Adam. Der beginnt in Adam. Ja. Gott wird quasi als der Erzeuger Adams genannt und ist dann ein Glied im Stammbaum. Genau, ja, das fand ich. Sehr, sehr spannend. Nächste Frage, Frage 5. Wie groß war Goliath? A. 5 Ellen und eine Handbreit. B. 6 Ellen und eine Handbreit. C. 7 Ellen und eine Handbreit. D. 8 Ellen und eine Handbreit. So, eine Handbreit ist auf jeden Fall mal dabei. Ich weiß nicht, ob euch das hilft. Wie groß war er, der Riese Goliath? Wie groß? 5 Ellen, 6 Ellen, 7 Ellen, 8 Ellen und eine Hand. Ihr habt was entschieden. Beide sagt ihr B, 6 Ellen und eine Handbreit. Warum 6 Ellen? Also meine Erinnerung. Deine Erinnerung? Dass es 6 Ellen waren. Okay. Und auch bei dir auch Erinnerung? Na. Oder du weißt es noch genauer? Ich weiß es gar nicht. Ach so. Du hast ja gedacht, ach, 4 Antwortmöglichkeiten, ich probiere mal was. Und hast du ja gedacht, B? Ja, ich habe einfach gedacht, was könnte sein und habe dann drauf getippt. Okay. Dann lösen wir auf. Ja, B ist richtig. Super. 6 Ellen und eine Handbreit. Siehe 1. Samuel, Kapitel 17. Das wäre dann etwas über 3 Meter. So ist es. Heute 2,9 bis 3 Meter. Kommt drauf an. Ja, wie man das genau rechnet. Ja. Also sein Panzer wog übrigens hat ein Gewicht von 57 Kilo. Also ein stattlicher Mann. Nächste Frage für euch. Wie viel Wert hatte das Nardenöl, das Maria, die Schwester von Lazarus, Jesus über Kopf und Füße goss? A. Ein Silbergroschen gleich ein Tageslohn, 30 Silbergroschen gleich ein Monatslohn, 150 Silbergroschen gleich etwa ein halber Jahreslohn oder 300 Silbergroschen gleich etwa ein Jahreslohn. Wie viel Wert hatte das Nardenöl von Maria, das sie ihm über Kopf und Füße gießt? Wie viele Silbergroschen? Ihr habt euch entschieden. Alice, du hast C, 150 Silbergroschen, also einen halben Jahreslohn, ausgewählt. Wieso? Ich kann zurzeit nur mehr immer dasselbe sagen, ich rate. Okay, du bist am Raten. Ja, in der Rate das sind so kleine Details, die habe ich immer nicht. In der Ratephase momentan. Du sagst D, 300 Silbergroschen. Ja, weil Judas sagt dann, dieses Öl hätte für 300 Dinare verkauft werden können und den Armen gegeben werden. Okay. Und der 1 Dinar war also ein Tageslohn. Somit war also 300 Dinare ungefähr ein Jahreslohn. Mhm. Wir lösen es mal auf. Die ist richtig. Ja, 300 Silbergroschen sind es, etwa ein Jahreslohn. Laut Johannes 12, Vers 5 betrug der Wert eben diese 300 Silbergroschen. Ein Silbergroschen, wie du schon sagtest, Tageslohn für einen Tagelöhner damals. Ja. Genau. Jo, gut. Dann nächste Frage. Was vergaß Paulus bei Karpus in Troas? A. Seinen Mantel, B. Seine Geldbörse, C. Sein Werkzeug, D. Seinen Gürtel. 30 Sekunden Zeit. Was vergaß Paulus bei Karpus in Troas? Mantel, Geldbörse, Werkzeug oder Gürtel? Das ist jetzt die Frage. Ist es der Mantel? Ist es der Gürtel? Oder was habt ihr euch entschieden? Beide sagt ihr A, seinen Mantel. Alice, du hast dir noch den kleinen Propheten genehmigt.
Hat ja. er ein bisschen, denkst du, er hat dir geholfen? Oder ja, hast du schon, geraten ja. müssen? Schon, ja. Ich hätte zwar auf Mantel getippt, aber wie gesagt, es steht wahrscheinlich in Apostelgeschichte und die, da bin ich nicht so gut drin. Aber es nicht steht es in Apostelgeschichte? Nein, steht es in der Apostelgeschichte? Timotheus. Ah, steht im 2. Timotheus. In wo? 2. Timotheus. Du sagst 2. Timotheus? Wo Paulus Timotheus sagt, und bring den Mantel mit, den ich bei Carpus in Troas zurückgelassen habe. Wir lösen es kurz mal auf. Ist richtig? Boah. Ja. Ich staune. Und weißt du, was er noch vergessen hat? Die Bücher sollte er auch mitbringen, besonders die Pergamente. Puh. Korrekt. Ich muss gar nichts mehr auflösen. Ich lasse einfach dich über die Auflösungen vor, präsentieren. Ja, also er vergisst den Mantel, seine Bücher, seine Pergamente bei Carpus in Troas und bittet Timotheus, ihn die mitzubringen, wenn er zu Paulus käme. Das steht in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 13. Wahrscheinlich, weil es im Gefängnis in Rom, wo er war, schon so kalt war, dass er den Mantel also dringend brauchte, um sich auch gegen die Kälte in diesem römischen Gefängnis ein wenig zu schützen. Ja, das könnte der Grund sein. Ja. Okay, gut. Dann gehen wir weiter in die nächste Frage. Frage 8. Aus welchem apokryphen Buch zitiert Judas in seinem Brief? A. Aus dem 4. Buch Esra. B. Aus der Baruch-Apokalypse. C. Aus dem Buch Henoch. D. Aus dem Testament der Patriarchen. 30 Sekunden Zeit. Aus welchem apokryphen Buch zitiert Judas in seinem Brief? 4. Buch Esra, Baruch-Apokalypse, Buch Henoch oder das Testament der Patriarchen? Das ist jetzt die Frage. 12 Sekunden noch. Woraus zitiert Judas? Und es gibt eine Entscheidung von euch beiden. Ihr beide sagt C aus dem Buch Henoch. Alice, bei dir hat es ein bisschen gedauert. Ist es ja, Raten? Immer noch Raten? Ja. Okay. Was, bei dir war es relativ bald. Zitiert das und sagt, wie Henoch der 8. gesagt hat. Das schreibt im Buch an dem Brief Judas. Okay. Und da ist dann die Frage, wer ist damit gemeint? Und das ist dann wohl ein Zitat aus dem apokryphischen Buch Henoch. Wir lösen das auf. Das ist richtig. Ja. Es handelt sich um Henoch. Dieses Buch wurde nicht in den biblischen Kanon aufgenommen. Ja. Dennoch zitiert Judas da daraus. Nachzulesen in Judas Kapitel 14. Frage 9. Wie hieß der Synagogenvorsteher in Korinth, den Paulus taufte? A. Crispus, B. Gaius, C. Sosthenes oder D. Titius Justus? Wie hieß der Synagogenvorsteher in Korinth, den Paulus taufte? Crispus, Gaius, Sosthenes oder Titius Justus? Noch 15 Sekunden Zeit für eine Entscheidung. Crispus, Gaius, Titius Justus, Sosthenes, alles schöne Namen. Und ihr habt euch entschieden. Bernd, da hast du dir noch mal einen kleinen Propheten geholt. Hast du ein bisschen geschwankt? Ja. Die anderen beiden sind jetzt weg, ich war mir nicht mehr so ganz sicher. Aber ich meine, es wäre Crispus gewesen, wo er in 1. Korinther schreibt, dass er kaum jemanden getauft hätte, außer Crispus. Und noch ein paar, die er sich nicht mehr erinnern kann. Mhm. Alice, du hast C. Sosthenes gewählt. Ich weiß es nicht. Irgendwas wolltest einfach auswählen, hast du ja auch gemacht. Ich habe bis zum Schluss gewartet, weil ich nicht gewusst habe. Okay, wir lösen auf. Ja, Antwort A ist richtig, Crispus. In Apostelgeschichte 18 erfahren wir, dass es sich um Crispus handelt. Und in 1. Korinther 1 erfahren wir, dass er von Paulus persönlich getauft wurde. Frage 10. Wer sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben? A. Der Prophet Hesekiel. B. König Darius der Meder. C. Der Statthalter Pilatus. D. Johannes in der Offenbarung. Wer sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben? Ist es Hesekiel? Ist es Darius der Meder? Ist es der Statthalter Pilatus oder Johannes in der Offenbarung? Entscheidungen sind gefallen. Alice, du hast B gewählt, König Darius der Meder. Der hat sich ja ein paar Sachen geschrieben. Und der hat sich ja dann, also das war ja der beim Daniel
dann so traurig war, dass der in die Löwengrube geworfen wurde. Vielleicht hat er da geschrieben, dass da gab es so ein Gesetz, dass man nicht anbeten durfte. Vielleicht hat er das geschrieben. Mhm. Ich weiß das es Gesetz nicht. Das Gesetz der, wie nennt man, Meder und Perser, das Perser darf man nicht einfach genau, so ändern. Das genau, ja. Könnte also eine Aussage könnte, von ihm sein. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, was wir jetzt machen. Pech. Ja, ja. Du hast dich für C entschieden, Statthalter Pilatus. Ja. Der ist aber kein Meder oder Perser. Nein. Aber Pilatus hatte eben, es war ja üblich bei einer Kreuzigung, den Grund der Kreuzigung über den Verurteilten anzubringen. Und Pilatus hatte geschrieben, Jesus der König, Jesus der Nazarener, König der Juden. Und dann kamen die Obersten und haben gesagt, hör mal zu, das ist nicht und war nicht unser König, das hat er nur gesagt. Und daraufhin hat Pilatus so als letzte kleine Rache gegenüber dem Hohen Rat gesagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Stimmt, lösen. Jetzt fällt es mal wieder ein. Ah, jetzt fällt's da. Ja. Du würdest dem zustimmen jetzt. Wir lösen auf. Das ist richtig, genau so ist es. Kreuzesinschrift war Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann wollten sie es ändern. Er sagte, er sei der König der Juden. Nee, das ließ Pilatus, ließ sich darauf nicht ein. Johannes Kapitel 19 kann man die Episode nachlesen. So, vorletzte Frage für euch beide. Wie alt war Joasch, als er König von Juda wurde? A. 7 Jahre, B. 8 Jahre, C. 9 Jahre, D. 10 Jahre. König von Juda wird dieser Joasch. Wie alt war er denn? War er 7, war er 8, war er 9, war er 10? Und ihr habt euch entschieden für etwas. Alice, du sagst B. 8 Jahre. Mir kommt vor, irgendein König war 8 Jahre alt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wer. Und es sind so viele Namen, die kann ich mir nicht alle merken. Aber okay. Mir kommt vor, ich meine, vielleicht. Vielleicht. Bernd sagt A, 7 Jahre. Also 100% sicher bin ich mir hier auch nicht. Ja. Jedenfalls war er ja versteckt worden von dem Hohen Priester und seiner Frau. Mhm. Und als sie dann einen König brauchten, dann haben sie den praktisch hervorgeholt, haben gesagt, das ist hier der rechtmäßige Thronfolger. Aber ob er 7 oder 8 war, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Es kann auch 8 gewesen sein. Ich glaube, er ist 6 Jahre versteckt worden. Oder? Wir lösen auf. Ja, stimmt. Von wem? Von der Schwester des verstorbenen also Bruder, der vorher König die war. Die Tante. Also ja, die Tante genau. Hat ihn aber versteckt, 6 Jahre lang. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie vor genau wem? Heißt. Vor der Atalia, seiner bösen Oma, die wollte ihn töten. Jetzt kannst du doch die Namen gut. Ja. Vor seiner Großmutter. Ich hab ja. Den Namen ja, weil ich so geschockt war, wie man so böse sein kann. Aha. Die habe ich so, mir wie man als Oma so böse ja, sein genau. Kann. Ne? Also, er war erst 7 Jahre alt. Seine Tante Josheba hatte in 6 Jahre lang vor seiner Großmutter versteckt, die ihn umbringen lassen wollte. Heftig. Nachzulesen in 2. Könige 12 und 2. Chronik 22. Kann man also in beiden Büchern nachlesen. So, jetzt kommen wir zur allerletzten Frage in der allerletzten Runde im Finale unserer ersten Staffel. Paulus berichtet im 2. Timotheusbrief, dass ihn einige seiner Mitstreiter verlassen hatten. Wer war als einziger noch geblieben? A. Demas, B. Lukas, C. Titus oder D. Crescens? 2. Timotheusbrief und er berichtet, einige seiner Mitstreiter hätten ihn verlassen oder haben ihn verlassen. Wer war als einziger noch geblieben? Und ihr habt euch entschieden. Bernd, du sagst B. Lukas. Ich meine, dass er schreibt, Lukas alleine ist bei mir. Demas hat den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. Titus hätte er irgendwo hingeschickt. Und was er von Crescens sagt, fällt mir gerade nicht ein. Und du sagst C. Titus? Ich habe geraten. Yippie. Dann schauen wir mal, was richtig ist. Ja, B. Lukas ist richtig. Siehe 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 11. Von Demas sagte Paulus, dass er diese Welt lieb gewonnen habe. Er hatte sich also vom christlichen Glauben wieder abgewandt. Titus war nach Dalmatien gegangen. Und Crescens, wusstest du nicht mehr? Ja. Nach Galatien.
Der ist das, nach Galatien. Dalmatien und Galatien. Also, das nicht das Galatien, wo du wohnst. Nein, sondern Galatien. Galatien. Ach so, ja. Das ist sehr ähnlich. Ja. Ja, und damit haben wir heute Abend zwei Gewinner. Leider können wir nur einen nach Israel schicken. Kommt doch bitte beide mit mir hier nach vorne. Der Gewinner der ersten Staffel unseres Bibelquiz ist mit 620 Punkten Bernd Linke. Okay. Alice, du sollst aber nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Für dich gibt's ein Wochenende für zwei. Echt? Im Gästehaus Tabor in Marburg, im wunderschönen Marburg. Oh, danke. Dort kannst du flanieren mit deiner Begleitung in der historischen Altstadt. Und du kannst dir das Schloss anschauen. Sehr, sehr schöne Stadt. Danke. Ich war schon da. Und dazu ein Puzzle, ein Puzzle mit dem Felsendom. Das könnt ihr dann an diesem Wochenende spielen. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und Bernd, herzlichen Glückwunsch dir zur Reise nach Israel. Du kriegst ein Ticket mit den Hope Airlines ins Bibel. Und wir freuen uns hier in diesem Studio. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank fürs Dasein. Es war wunderbar. Ihr wart super Kandidaten. Es war mir eine Ehre. Ich wünsche Ihnen noch einen fantastischen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin empfehlen wir drei Ihnen, Sie wissen schon, das Buch der Bücher, die Bibel.